wir wissen. Die Revolutionsgarde, der islamischen Regierung im Iran muss sofort auf die Terrorliste der Europäischen Union gesetzt werden. Und das ist... Dafür müssen wir transparente und effektive Maßnahmen ergreifen. Das ist sehr wichtig, dass wir wissen, auch was in den sozialen Medien gerade passiert. Da findet gerade eine sehr große Manipulationskampagne statt. Jugendliche, junge Leute, besonders Studenten und Studentinnen werden manipuliert. Das ist wichtig, dass wir unsere liberale und demokratische Werte auch da veröffentlichen und verteidigen. Es ist wichtig, dass wir ganz transparent und effektiv gegen Islamismus, gegen Antisemitismus, gegen Israelfeindlichkeit mit allen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, kämpfen. Vielen Dank. Vielen Dank. Also dann geht es jetzt hier weiter mit den Forderungen, damit ihr nicht einschläft. Also, ja genau, das wurde gerade gesagt, die Revolutionsgarden auf die Terrorliste. USA, Kanada und Großbritannien sollten sich anschließen. Erhöhte Schutzmaßnahmen für Exil-Iranerinnen durch deutsche Sicherheitsbehörden. Erhöhung des politischen Drucks mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln gegenüber der islamischen Regierung. Kein Geldfluss für das islamische Regime. Stoppen Sie alle Handels- und Finanzgeschäfte. Unterbindung aller iranischen Geheimdienstaktivitäten in Deutschland. Veröffentlichung der Namen von 100 Agenten, die im Notizbuch von dem Terroristen Assadollah Assadi stehen. Er war ein iranischer Diplomat, der einen Terroranschlag plante und nun für 20 Jahre in Belgien inhaftiert wurde. Das ist aber nicht korrekt. Er wurde ja freigelassen gegen diesen Geiseltausch, ne? Ja, genau. Genau. Europa war in der Hinsicht gezwungen, diesen Terroristen gegen den Belgier Olivier, weiß ich nicht mehr, wie er hieß, auszutauschen. Dieser Gefangenenaustausch, ihr wisst Bescheid. Terroristen, okay. Alle Geschäfte mit dem Mullah! 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 Alle Geschäfte mit dem Mullah!